So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Yoshi's Island. Wir sind immer noch in Stegos Festung und befinden uns im Zentralraum immer noch und suchen, ja, zum einen noch ein paar, sondern einen Schlüssel für den Korken, den wir gleich vermutlich noch sehen werden. Kein Ei, okay. Ich glaube, ich dränge ihn jetzt, weil wir da eh gleich noch vorbeikommen müssen. Danke. Danke. Genau, für diesen Korken suchen wir noch einen Schlüssel. Herr Put, kommt raus da. Egal. Sterb. Aber vorher haben wir hier eben noch ein paar Münzen zu holen. Und auch ein paar Blumen. Aua. Ja, auf dem Weg da. Räumen hat er den Freund aus dem Weg. Gut, probieren wir hier und tschüss. Und weiter geht's. Immer weiter schön nach unten. Es kann ein bisschen schwierig sein, hier die Orientierung zu behalten. Mit den ganzen Rohren und all dem. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, reicht. Leute, ich brauche Eier. Komm mal her. Eier? Nö, okay. Das könnte nur etwas schwer werden. Ach ja, kriegen wir Eier. Auch gut. Bling, bling. Haha. Sackgasse. Okay, aber wir haben Eier, mehr brauchen wir nicht. Also ich glaube, da oben war jetzt nur noch der Ausgang. Also da, wo wir reingekommen sind. Komm mal her. Verreck. So, hier geht's weiter. Na, da geht's nicht weiter. Ist auch eine Sackgasse. So, aber hier kriegen wir noch ein paar Eierchen. Ist auch gut so, denn... zeige ich euch gleich. Hier drin ist wieder so ein Schleimblock, wie wir ihn ja eben gerade schon mal gesehen haben. Im vorigen Part. Und ja, man hat ja keine Möglichkeit, neue Eier zu kriegen. Und wenn die alle sind, muss man den Raum verlassen, sich neue Eier holen und darf diesen Schleimtropfen dann nochmal machen. Deswegen sind da unten eben doch 6 Eier. Es gibt aber eine ganz einfache Möglichkeit. Und das ist dieser Knatterkürbis, die Wassermelone. Sofern dieser Schleimtropfen mich dann mal in Ruhe lässt. Der dezimiert diesen Schleimtropfen nämlich rasend schnell. Da muss man nicht so auf seine Eier achten. Gut, und weiter geht's. Problem Schleim gelöst. Hops, 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 hops. Gut. Und durch da. Dann können wir jetzt eigentlich auch diesen netten Korken da öffnen. Pong. Gut. Und dann ab durch den Mittelkreis. Und dann befinden wir uns auch schon ziemlich kurz vom Boss. Und es geht über einen Lavasee. Mit ein paar Blubs. Aua. Das tat weh. Gut, die roten Münzen hätten wir alle. Sag nur diesen Fuck. Ich weiß gar nicht, haben wir den schon mal benutzt? Ich glaube es nicht. Je weiter man am Rand steht, desto schneller ist er. Wenn man zu weit am Rand steht, dann wird es allerdings heiß. Weil dann fällt man runter. Und die Fahrt dauert und sie dauert und sie dauert. Ui, oh, 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 böse. Gut, die Blumen hätten wir auch vollständig. Wir sind vollständig, das ist gut. Und hier ist nicht schon der Boss. Eigentlich recht mies, weil man hier keine Bosstür hat. Da rutscht man dann ziemlich schnell rein. So, und das ist auch schon der Boss in Stego.
Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst, aber jetzt ist Schluss. Du wirst dir hier mächtig die Pfoten verbrennen. Nein, nicht wirklich. Wir werden eher zerstampft. Wobei es kann passieren, dass man sich hier die Pfoten verbrennt. Wir sehen ja überall diese Klötzchen. Erinnert mich so ein bisschen an Bauklötzchen. Ja, dieser Stego, den können wir beschießen, wie witzig sind. Das prallt alles an ihm ab. Hat also keinen Sinn. Das Ziel ist es, ihm diese Bauklötzchen am Boden oder den Füßen wegzuschießen. Und ihn dann in die Lava zu schubsen. Okay. Es gibt hier etwas Gutes. In diesen Dingern da befinden sich teilweise Sternchenwolken. Was gar nicht mal so schlecht ist. Ja, schneller spuckt, schneller spuckt, spuckt, spuckt. Drauf Eier! Oh mein Gott. Ja, das Blöde ist, man ist selbst hier oben nicht wirklich sicher. Da kommt also nur noch Eier. So, nun fall da rein. Gut. Er ist drinne, er geht baden. Verpiss dich. Und tschüss. Das war's dann. Damit hätten wir auch Stego besiegt. Der letzte Boss auf dem Weg zu Bowser. Puh. Endlich fertig damit. Gut, wir machen weiter. Das Level hasse ich. Ist es ein Scrolling-Level? Die Nebelgrotte. Also der Programmierer hat auch irgendwie anscheinend nicht wirklich in Physik aufgepasst. Ich meine, wir haben hier Lavaseen und Eiszapfen. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwie möglich ist, aber naja, nun haben wir es. Das heißt, wir müssen sowohl oben als auch unten aufpassen. Und da es ein Scrolling-Level ist, müssen wir jetzt auch beeilen. Wir können eben nicht einfach so vorne am Rand mitlaufen und sagen, schneller, 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 sonst liegt man ziemlich flott in so einem Lavatümpel. Heiß. Ach, ihr geht mir gerade auf. Und es kommt nachher noch eine Stelle, die ist unheimlich schwer zu meistern. Bei der werde ich vermutlich so einige Versuche brauchen. Komme ich da schon? Nein, kann ich nicht. Okay, wir sehen uns. So, ich glaube, jetzt müsste ich wieder da sein, ja. Da sind ein paar Sternchen drin. Ich glaube, die Sternchenwolken werde ich verpassen. Wir haben ja ein paar 20er noch. Komm mal her. Dieser unnötige Umweg hier rum finde ich ja furchtbar. Hier gibt es, glaube ich, auch noch ein paar, ja, Schallgeist, die man relativ schnell verpassen kann, wenn man nicht aufpasst. Und ich glaube, dich brauchen wir noch, also kommst du ein Stück weit mit. Aber wie, du schiebst dich runter. Okay, wir brauchen dich nicht. Es sind so einige Situationen, die sind echt scheiße. Das lässt er nicht anders sagen hier in dieser Höhle. Ja, komm, lass mich in Ruhe und lauf weg. Lauf nach Timbuktu oder sonst wohin. So, jetzt machen wir hier quasi eine Schleife. Müssen eben aufpassen, weil es ziemlich viele. Ja, was heißt ziemlich viele? So einige Schallgeist mit Münze gibt. Kannst du dich nicht beeilen beim Hochscrollen? Ach, eine Blume, sauber. So, das müsste eine rote sein. Ach, was macht denn dieser Stein jetzt da? Noch ein roter Schallgeist. Okay. Hier noch irgendwo was? Nee, nur ein Stein. Okay. So. Also dieses Level ist ganz furchtbar, unheimlich, ewig, schreckend, sehr lang. Es ist kurz gesagt einfach furchtbar, dieses Level. Ist hier noch ein Lavatümpel?
Nö, gut. Dann nimmt das Tempo nicht auch merklich zu. Da bekommt er noch rum. Das ist gut. Ach, das war noch was, okay. Ach, da aber nun komm her. So. Ich glaube, das müsste auch die Stelle sein. Ja, nun kommt von da oben nicht so ein Chomprock runter. Und wir brauchen den, um uns hier lang zu balancieren. Wow, ich hab's am allerersten Mal geschafft. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Halleluja. Okay, dann geht's jetzt da rein. So. Wie es hier jetzt aber weitergeht, erfahrt ihr erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis denne.